Tja, da sitzt der Manfred im Knast. Lassen Sie mich raus. Nee. Sie haben krank. In aller Öffentlichkeit gepupst. Ich pupse nie. Das sind einfach nur Atomabgase. Atomabgase? Tja, Herr Manfred, wir haben ein Problem. Was denn? Der Knopf fehlt. Na gut. Ja, Sie haben recht, hier ist gar kein Knopf. Nein. Und hallo und herzlich willkommen. Wir wollten eigentlich heute noch mit Zombieland. Hier steht über den Haken Zombieland. Das ist noch mein Marker. Wir wollten eigentlich auch noch mit dem Blade spielen, aber der hat sich noch nicht gemeldet. Vielleicht ist was dazwischen gekommen. Leider. Blade, wir grüßen dich und wir vermissen dich. Klaus vermisst ihn auch. Und Katze erst recht. Wir hatten drei Golems, ne? Hatten wir das schon erzählt, dass wir hier so Probleme hatten? Hatten wir das überhaupt schon erzählt? Nö. Nichts, was ich jetzt wüsste. Denn nee, wir hatten eigentlich nur immer zwei Golems, aber Dieter ist ja mal weg gewesen. Ja, du hattest aber noch eine Myriam. Hier, Ari. Ari ist neu. Ja, Ari ist neu. Wir haben ja zwei Männchen und da brauchen wir noch ein Weibchen. Ja, Klaus war ausgebimst. War das nicht Dieter? Dieter war ausgebimst. Ach so, hier gibt's so einiges Neues. Also, wir müssen erstmal erzählen. Also, du hattest irgendwie ein Problemchen und dann war der Server kaputt, ne? Beziehungsweise eigentlich die Map, weil ich hatte auf der 1.11 geupdatet, was ich eigentlich öfters mal mache, um zu gucken, ob die Kompatibilität stimmt mit den Plugins. Und dann gab's halt das Problem, dass dann halt alle Items und Truhen komplett weg waren, sowie auch die Schilder. Genau. Die Schilder waren zwar da, aber die waren nicht beschriftet. Alle Truhen waren leer, alle Tiere waren weg, ne? Stimmt. Alle. Und das ganze Inventar war leer, aber du hattest irgendwie noch Screenshots und konntest irgendwo noch nachgucken und so haben wir das dann wieder restauriert, ne? Und dann richtig. Haben wir auch gleich noch ein paar Verbesserungen gemacht. Wir haben hier einen neuen Gefangenen. Das ist Keks zerkrümelt. Das ist das Krümelmonster, teilte seine Kekse nicht mit Manfred. Das kommt dabei raus, wenn man seine Kekse nicht mit Manfred teilt. Besonders das Gift da unten, das finde ich geil. Und das ist, Bill Gates wollte ein Stück Brot von Oldman und musste dran glauben. Ja, Brot gebe ich nicht ab. Ist das nicht geil? Ich finde das total geil. Ja, unsere Pferde sind auch wieder da. Hier sitzt Pupser. Ja, ich habe aus Versehen jetzt 10 Hunde oder so. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Hier ist noch ein weißer Schimmelhengst. Ja. Nee, komm, gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld, Hündchen. Nein, der Hund sagt zu dir Geld her. Ja. So, sonst ist eigentlich nicht viel passiert, aber unser Gelände ist heil geblieben. Das war das Wichtigste, ne? Vor allen Dingen das Sortiersystem. Denn wenn du das jetzt hättest nachbauen müssen, ne? Das wäre ätzend. Ja, Manfred war an dem Tag übellaunig übrigens. Das kann ich ja jetzt sagen. Verständlich. Ja, hier hinten müssen wir noch unsere Baumfahnen anlegen. Das ist Gott sei Dank auch noch alles da. Hier ist das Terraforming. Da, wo ich jetzt hingucke. Ja, im Bauernhaus war genau das gleiche. Hier waren alle Tiere weg, alle Vögel waren weg, alle Hühner. Hier sind immer noch keine Hühner drin. Hast du die leer gemacht? Weiß ich nicht. Gucken. Was sollen die Federn jetzt davor? Die können ja wegdroppen mit der Zeit. Ich hab Federn. So. Ich bin der Federmann. Ich hab die Federn an. Oh, sieht das nicht schön aus? Ich habe auch einen anderen Cheder. Sildurs Cheder heißt der. Wartet mal. Ich guck mal schnell. Grafikeinstellungen, Cheder-Effekte. Sildurs Vibrant Cheder 1.53 Extreme Zip. Hey, hoffentlich denke ich dran, das dann auch zu verlinken oder reinzuschreiben. Oh, sieht das schön aus. Oh, und da kommt, guck, das Kreuz da oben, der Leuchtturm. Ach, der Manfred ist schon am Arbeiten. Ja, irgendwie hat der Trichter gerade die Eier nicht genommen. Dober Trichter. Oh, hier war so ein schönes Bild auf dem Weihnachtsding. Kannst du das hier nicht auch reinformulieren? Bitte? Was für ein Bild? Na, auf dem Kacklo war doch da so ein schönes Bild. Das kann ich nochmal reinmachen. Ja. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie komme ich hier am besten wieder raus? Scheiße. Gar nicht, du bleibst ja jetzt drin die ganze Folge. Ah nicht, ich bin ja ein Admin. Oh! Ja, das sind meine neuen Hacks. Er hat sich raustippet. Oh, ich guck mir jetzt den Sonnenuntergang an. Komisch, da geht's wieder nicht. Ich glaube, die Trichter haben eine Macke. Wir sollten auch gleich
ein Bild von uns machen. Damit ich mal wieder ein aktuelles hab für ein Thumbnail. Plus wo? Komm, wir gehen mal zum Hotel. So, meine Eier habe ich da gelassen. Das will doch keiner wissen. Denkst. Ich denk gar nichts. Ja, 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 ja. Sind die Kreaturen eigentlich wieder an? Ach so, da war ja wieder was. So, ich bin in Sicherheit, kannst du einschalten. Oh, guck mal hier. Werbung für Oldfried. Achso, da muss ich an. Ich höre das wieder nicht. Jetzt. Manfred hat eine Glocke gebaut. Könnt ihr auch mal das Menü wieder einschalten. Auf zu klingeln, das höre ich bis da hinten. Ich höre das, ich habe den Block auf Musikblock auf 100%, ich höre das nicht. Ach, bin ja schon da. Ich hätte gern einen Schweden-Eisbecher. Bitte. Natürlich mit einer Feder. Ein Keks. Ich feder dich! Ich feder und teere dich! Du Wicht. Ja, nee, hier oben können wir gar nicht. Wir können nur draußen lang gehen, ne? Gute Nacht. Könnten wir uns draußen hinsetzen. Oder wollen wir uns oben reinsetzen? Gute Nacht. Ich möchte gerne ein Thumbnail haben, ein Bild für ein Thumbnail. Lass uns aufs Dach gehen. Aufs Dach? Kann man aufs Dach gehen? Ich wusste gar nicht. Halt ein bisschen tricksen. Hast du noch Erde dabei? Ich nicht. Ja. Geh mal weg. Mehr habe ich nicht. Aber es halt auf der Art. So. So. Ach, man kann sich gar nicht hinsetzen. Geht das hier nicht? Bin doch Halbstufen. Komisch, ne? Dann stehen wir eben mal. Ich würde sagen, wir stellen uns jeder in so eine Aussparung. Dann mache ich mal F5 an. Oldman schwebt wieder. Oh. Und dann musst du so, so warte. Mehr nach rechts gucken. Drehen dich. Gucktechnisch. Ja, so. Manfred Waffel. Fertig. Hauptsache über dir steht halt Geld her. Bei mir steht nichts. Doch, Ulfman, dann kommt da ein Strich. Alles Behauptung. Bei mir steht lieber alter, herzensguter Mann oben drüber. Ja, ja. Das sagen sie alle. Ja, das steht da auch. Und dann schmeißt er mich auch noch nach unten, ist klar. Dann gehe ich wieder. Bist du nach unten gefallen? Ja, du hast mich weggestoßen. Hab ich gar nicht. Gerd schlafen zur Strafe. Das ist überhaupt eine Idee. Oh. Wo haben wir denn hier Betten? Achso, ich laufe gerade zur Burg. Achso. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir werden dann mal schlafen und dann werden wir das machen, was wir uns vorgenommen haben. Heiligen XP, meine. Oh, hast du hier eine Spinne getötet? Nein. Buh! Ja, die Viecher habe ich total leise gemacht. So, na, dann mal gucken, ob noch ein Bett frei ist. Oh, ich finde das hier so schön mit unseren Hunden. Der Mann wird schön gemacht, ne? Oh. Ah, schön. Ey! Aha. Ich kann mich rächen. Ah. Warten. Schlafe ich halt mit meinem Hund so. Oh, welcher Hund war das? Das war Kalzifer. Oh, hier auf dem Bild habe ich gar nichts drauf. Das ist schwarz. Was? Jetzt sieht man wieder. Ach, wenn ich muss im richtigen Winkel. Das liegt am Schäder. Ach so. Wo ist mein Bett hier? Ich beobachte euch, Hühnchen. Oh. So, ich gehe mal nach unten und hol mal Materialien. Ja. Immer ist diese Eisentür offen. Immer. Und du hast die Musik vergessen. Ja. Ja.
AOK. Alle Hunde, wo Waffel dran steht, die gehören Olli. Manfred. Dem ollen Manfred. Ja, die wollen alle Waffeln. Waffeln. Jo. Was macht Katze hier unten? Katze. Ach, sie sitzt ja gar nicht. Nee, macht doch nichts. Den lassen Böse wir hier Katze. Unten. Den lassen wir hier unten. Der kann hier mit den Hunden, mit den Hühnern zusammen für Ordnung sorgen. Mit Sicherheitsmann Leo und Sicherheitsmann Levin. Nein, hier sind nur Knochen drin. Hier sind Seile drin. So, wir brauchen Holz und Stein, nehme ich mal an. Ist hier Wasser? Na, hier ist doch unsere Monsterfalle. Das ist immer noch so laut. Ich kann es nicht verstehen. Ach so, ich brauche noch Essen. Diese sonstige Kiste, wo soll ich jetzt Eier reintun? Eier, ja. Es gibt ja mehrere Kisten. Am besten tust du die Eier hier. Naja, das ist ja ein. Tust sie erstmal bei den Hühnchen unten rein. Das passt schon. Ja. So, was habe ich noch, was ich wegtun kann? Hier habe ich noch ein Schild, das brauche ich noch. Mein Kopf. Ein Hebel. Hebel, Konstruktionsteile. Ich guck mal, ob ich da was finde. Oh, ich habe wieder Blödsinn gemacht. Hier sind wirklich nur Schienen drin. Hier sind wirklich nur Loren drin. Hebel findest du und bei den Türen hier in der Nähe. Genau hier unten. Ja. Ich bin doch extra nach unten gegangen, um mir Essen zu holen. Nicht doof. Und Schwarzpulver. Kekse. Ja, kriegt gut, wenn die Kekse. Oh. Ist was? Hä? Ich krieg nichts dazu. Ja, ist mir auch so gegangen, dass die Kekse mal backen. Also das Essen. Gut, jetzt haut's hin. So, was ich hab ja nur 2 Stacks Kekse, also. Ich brauche die wirklich unbedingt. Guck mal, hier eine Bruchsteintruhe. Wir brauchen mehr Bruchstein. Oh, die unterste Reihe ist gar nicht voll. Was ist hier los? Oh, das also, die Erdetruhe ist komplett voll. Das hat aber schön gemacht, ne? Ach, den Rucksack habe ich ja an. Tu mal reingucken. Der ist leer. Gut. Fehlen uns denn irgendwie Ressourcen? Fehlt da was? Nee, nee. Ich habe das alles wieder so hergestellt, wie es vorher war. Wir haben ja auch mal beide überlegt, dass wir mal wieder losziehen könnten, ein bisschen was suchen. Kannst ja mal unten meine Diamant in der Diamanttruhe gucken. Na, da weiß ich, wir waren fleißig zum Schluss. Wir haben das zwar alles jetzt wieder hergestellt, aber... Ne? Das sieht gut aus, ne? Und Smaragde haben wir auch gefunden. Der letzte Gang war richtig erfolgreich, ne? Ja. Hat auch Spaß gemacht. Was brauchen wir denn für die Bäckerei, um die ein bisschen zu dekorieren? Für die Schmiede würde ich Stein nehmen, ein bisschen Eisen. Bäckerei nehmen wir Holz, ne? Oder vielleicht hier ein bisschen Ziegelstein, so Stufen oder so. Und ein paar Vasen. Naja, ich weiß nicht. Bei der Schmiede ist auf jeden Fall Stein, aber bei der Bäckerei, das ist ja mehr so Nahrung. Ich weiß nicht, ob der Stein so gut passt. Nee, wir können ja beides mitnehmen. Wo haben wir denn die Vasen? Haben wir gar keine? Wir müssen ja irgendwo Dekorationen haben. Das ist eine Arbeit, kann ich euch sagen. Das hier alles wieder... Oh. Hallo. Katja. Ich glaube, die Vasen haben wir komplett verbraucht. Kann gut möglich sein. Ich brauche sowieso... Nee, das war ja... Auf Ulfried brauche ich Vasen. Oh. Ah, da habe ich es ja auch einfacher. Ja, ich mache ja schon wieder Ordnung. Aber nee, wir hatten, glaube ich, oben noch in den Ofen Lehm. Kann gut sein. Ah ne, hier oben ist doch Eisen drin. Ja, das kannst du ja in die Truhe tun. Wozu haben wir denn jetzt noch die Truhen hier überhaupt? Die Eimer ist ja richtig. Na, auf Liste stand drauf, dass wir die Truhen sowieso wegmachen wollten. Ja.
Die brauchen wir hier auch nicht mehr, ne? Überhaupt nicht. Hier die beiden neben dem Ofen aus Symmetriegründen würde ich lassen. Aber die anderen Truhen können weg, ne? Die ist ja wichtig hier. Essen? Essen machst du hier rein? Hund, geh auf die Truhe. Bist ein böser Hund. Nie spurt er. Typisch die AOK. Hey. Was denn? Er hat mich abgeschoben. Und hier oben wollten wir ja einen Raum für Blät fertig machen, ne? Richtig, das können wir auch noch machen. Das können wir ja gleich machen. Gut, was macht das Huhn hier? Was macht Gustav hier oben? Hä? Du hast Gustav nur nach oben genommen, ist ja nett. Dann ist Blade nicht so alleine. Erstmal müssen wir wieder einen Kamin bauen, ne? Was hast du da für eine Spitzhacke? Eine Diamantspitzhacke. Die leuchtet aber so komisch blau. Deine ganzen Wachen leuchten grün. Warum tun sie das? Ist nicht, was für ein du hast ja den neuen Schädel drin. Ich will wissen, meine blinkt nicht grün. Warum ist deine grün? Weiß nicht, das ist eine ganz normale Diamantspitzhacke mit Effizienz 2. Ah, verzaubert. Ist bei mir nix. Gustav. Ich hab auch 23 Level noch. Ich hab 30. Boah. Stimmt, du hast ja immer Diamanten abgebaut. Das ist ja voll unfair gewesen. Ja. Das check ich jetzt erst. Achso, die ist schon verzaubert. Scheiße. Oh. Ups. Das wollte ich nicht. Was machst du da? Da ist ein Huhn auf dem Ofen gegangen. Ich habe die Truhe abgebaut und habe aus Reflex, weil ich mich erschrocken habe, das Huhn umgehauen. Welches Huhn? Das hatte, glaube ich, keinen Namen. Okay. Gustav ist ja noch oben. Oh, Gustav kommt runter? Nee. Ich habe ja jetzt einen Huhn gut, denn, ne? Natürlich. Das Huhn hat ja auch keinen Namen. Wo kommt das her? Ah, lass mal. Das Gegacker gehört schon zum guten Ton hier. Oh, hier, warum sind hier Eier drin? Warum ist hier schwarze Wolle drin? Ja, das ist doch die Müllverbrennung. Ja, warum ist die Wolle da drin? Die brauchen wir doch noch. Ich sortiere das nicht so gerne ein. Viel zu faul für. Ich bin das ist anstrengend. Ich bin sprachlos. Jetzt ist er schon wieder hier unten. Eben war er noch neben mir. Gut, dass du sagst, dass du unten bist, sonst hätte ich die Eisentür gleich zugemacht. Ich hab... Aber eigentlich, statt diese Stufen kann ich da einfach Werkbänke machen. Ah ne, wir haben ja da oben Werkbänke. Das geht dann alles nach da unten. Ah, alles klar. Ah, das war dumm. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier drin? Eisenbahn. So, Eisenbahnen sind schon mal weg. Was habe ich noch? Wolle. Hast du für Wolle extra was? Ja. Weiße Wolle. Ach, da hast du die andere Wolle auch mit drin. Dann kann ich die ja damit reinsortieren. Graue Wolle. Weiße Wolle. So. Goldbahn 44. Okay, das haben wir. Ich habe aber auch einen Haufen Futter. Bei den Bräulern waren die... Ach Mensch, Huhn. Hier. Steht doch nicht mein Weg. Ich hätte da oben noch eine... So. Hätte man machen können. Kartoffel. Rote Pete. Du hast gar keine Kekse hier drin. Kekse fehlen? Ein bisschen Brot haben wir. Ja, deswegen müssen wir nochmal die Ernte ein bisschen antreiben. Nee, Kekse hast du hier gar nicht. Hier jetzt, wo ich bin. Ja, traurig. Aber das Essen, diese Essenabteilung, die ist ja schon voll. Da also wäre ja gar kein Platz mehr für Kekse. Nee. Wir könnten sie höchstens bei dem Brot mit reinmachen, weil das ja alles gebacken ist.
Kekse und Brot und